Der neue Cabrina Moto X ist kein Facelift vom alten Moto, sondern auch eine völlige Neukonstruktion im Bereich der Dri-Strut Freeride Kites. Vom Arc bis hin zum Aspect Ratio und auch das Panel Layout sind vollständige neue Kombinationen. Die Fronttube ist abgestützt mit einer 4-Punkt-Waage ohne Pulleys. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt zwei Möglichkeiten für die Anpassung des Bardrucks und des Turning Speeds. Wir haben jetzt hier ein komplett neues Fronttube-Material, auch insgesamt steifer, und auch das Canopy, was ein Double Ripstop-Material ist, ist insgesamt etwas härter als das alte Material. B&N-Lüftet wird weiterhin über ein großes Standard-Ein- und Auslassventil und wir haben ein gerades One-Pump-System zur besseren B&N-Lüftung der Struts. Die Fronttube ist mit einer Kedernaht verschlossen, von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Die Abrisskante ist mit diesem Tuch gedoppelt und es gibt mehrere Patches, damit hier die Hinterkante bei hoher Fluggeschwindigkeit nicht flattert. Leinenabweiser braucht es hier nur am Ende der Fronttube. Die mittleren drei Querstruts kommen ohne Leinenabweiser aus. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Gummiertes Gewebe schützt den Kite an allen Segmenten und an allen Stellen, wo er aufscheuern oder schleifen könnte. Der Übergang von der Fronttube zum Flugtuch ist mit dem Flugtuch nochmal mit einem breiten Streifen gedoppelt. Der Moto X hat durchgehend gute bis sehr gute Angleitleistung. Er hat hier eine wirklich sehr früh und schnell anliegende Strömung und setzt diese dann in allen Disziplinen in wirklich absolut gleichmäßigen Vortrieb um. Gegenüber dem allseits bekannten Moto ist das hier insgesamt mit einem deutlich sportlicheren Feeling ausgestattet. Und auch auf dem Anwendkurs gibt es hier durchweg in allen Disziplinen gute Leistung. Die Kappe zieht weit an den Windfensterrand und bedarf generell hier keinerlei Korrekturen. Die Kappe zieht angeströmt einfach gleichmäßig durch. Im Punkto Barfeeling muss man sagen, gerade beim Fäulen ist es wirklich außergewöhnlich präzise und direkt. Wird der Wind insgesamt etwas stärker, fährt man mit dem Twin-Tip, so bekommt man hier eine etwas weichere Note auf der Bar, die aber immer noch hundertprozentige Kontrolle verspricht. Die Kräfte, die man hier zum Lenken und Halten des Kites benötigt, sind durchwegs gering. Aber es ist alles immer stets mit einem guten Feedback und einer guten Rückmeldung versehen. Wir haben beim Moto X einen gleichmäßigen Grundzug und eine leichte Kraftspitze in progressiver Form, was das gesamte Sprungthema angeht. Das unterscheidet ihn auch von seinem Namensvetter oder Vorgänger oder wie man will. Mit einer mittleren bis hohen Fluggeschwindigkeit zieht der Moto X hier absolute runde Kreise. Er hat überhaupt keinen Ansatz zum Tellern und ist wirklich in jedem Loop und jeder Drehung gleichmäßig rund. Und die Radien lassen sich hier variabel aussteuern. In puncto Flugstabilität macht den Moto X sein leichtes Gewicht natürlich mit zum absolut verlässlichen Partner. Und auch bei stärkerem Wind, hier sieht man die Erfahrung von Cabrina, das ist alles halt wirklich präzise an der richtigen Stelle aufgehangen, mit der richtigen Spannung versehen. Hier bewegt sich auch mal bei stärkerem Wind nichts. Beim Deep-Power-Vermögen ist festzustellen, dass je nach unterschiedlichen Bedingungen hier etwas anders agiert werden kann. Man kann entweder über das Wegschieben der Bar ein leichtes Ausflattern, also eine leichte Kraftreduktion erwirken. Aber im Wesentlichen, gerade auch wenn es mehr Wind wird, braucht man hier einfach den Einsatz der Bordkante, um die Kappe ein wenig weiter nach vorne zu schieben. Das macht der Moto X nämlich auch komplett leicht und willig. Und das geht auch in einem flüssigen Übergang. Das ist so ein Mix aus dem, wie eine Matte nach vorne fliegt, und dem klassischen Arme-Lang-Prinzip. Für den Strapless Surfer könnte die
die Power über das Wegschieben der Bar noch etwas effizienter sein. Das Safety-System löst bei einer Last von 120 Kilogramm bei 6 Kilogramm aus. Dabei erhalten wir stets immer wieder die gleiche Position des Kites auf dem Wasser, was den Widerstart insgesamt, um es vorne wegzunehmen, sehr leicht gestaltet. Beim Safety-System arbeitet Cabrina gerade an einem neuen Modell, das ist aber noch nicht verfügbar. Deshalb hatten wir noch ein Safety-System, was durch das Wegschieben der Überwurfkappe und das Arretieren des Chicken Loops in einer Wippe erforderlich war, was das Ganze ein wenig in die Länge gezogen hat. Nach erfolgreicher Montage sind aber alle Arten und Wege, um den Moto X zu starten, insgesamt leicht. Über Zug einer Steuerleine oder der Rückwärtsstart, alles geht aufgrund auch eines leichten Gewichtes des Kites hier einfach. Die einsetzende Kraft beim Springen mit dem Moto X ist doch durchgehend recht gleichmäßig. Man hat hier klar gegenüber dem Vorgänger eine ganz leichte mehr Progression, aber der Lift ist hier doch durchgehend immer so, dass er einen eher gleichmäßig nach oben zieht, als dass man jetzt eine einzige Kraftspitze spüren würde. Besonders auffällig ist das Leistungsvermögen beim Foilen. Hier setzt er schon im untersten Windbereich halt wirklich eine hohe Kraft frei, die jedem mittleren bis ambitionierten Kitefoiler total Spaß machen wird. Aber auch auf dem Twintip ist das Sprungvermögen wirklich ausgezeichnet. Klar, man ist hier kein Sheet-and-Go-Kite, nichts für Einsteiger beim Springen, sondern der möchte schon gleichmäßig gelenkt werden. Aber die Aufmerksamkeit ist auch nicht wirklich zu hoch. Das Vermögen in der Hangtime ist natürlich in Abhängigkeit von einem etwas aufgespreizteren Arc und der etwas höheren Fluggeschwindigkeit ebenfalls wirklich gut und gehört hier bei den 3 Strut Freeride Kites definitiv auch mit zum Besten. Toll ist dabei die gleichmäßige Kontrolle, was jetzt Kite Loops angeht, das gleichmäßige Flugbild, was der Moto X abliefert. Das bringt hundertprozentige Sicherheit und wirklich auch großen Spaß. Für ausgehackte Sprünge steht stets genug Kraft zur Verfügung. Klar, sauberer Eingesatz der Bordkante ist hier erforderlich. Dann hat er auch wirklich einen schönen, gleichmäßigen Vortrieb. Allerdings halt, um jetzt hier wirklich mehr Punkte für den Bereich Freestyle zu vergeben, müsste die Kappe insgesamt etwas mehr Slack haben. Das heißt halt wirklich, der Moto X zieht schon doch durchgehend gleichmäßig immer weiter. Das hat halt in manchen Bereichen Vorteile, aber für den reinrassigen Freestyle ist das halt ein leichter Nachteil. Für den Strapless Freestyler, also mit dem der Tricks mit dem Surfboard macht, ist das allerdings wiederum von Vorteil. Und wenn man jetzt Strapless surfen möchte, ist das wiederum von Nachteil. Also es gibt immer kein Vorteil ohne Nachteil. Klar, derjenige, der jetzt hier im mitgelenkten Stil mit dem Moto X unterwegs ist, der wird jederzeit halt glücklich und wirklich absolut happy werden. Die Kappe folgt jederzeit halt dem Lenkbefehl und verliert auch im depowerten Zustand, also wenn man nicht so viel Leinspannung da ist, einfach nicht den, man verliert nicht den Kontakt zum Kite. Der bleibt immer wirklich gut ansprechbar und lenkbar. Und das ist auch etwas, was die Kappe des Moto X hier ausmacht. Vergleichen wir den Moto X mit dem früheren Moto. So hat der neue Schirm hier eindeutig Vorteile bei den Sprungleistungen. Und in diesem Mix aus Moderne und dem klassischen Cabrina-Feeling. Insgesamt etwas mehr Fluggeschwindigkeit in diese Kappe gebaut bei der gleichmäßigen Verlässlichkeit der Anströmung, die wirklich absolut angenagelt ist. Es gibt hier auch keinen Frontstall und keinen Backstall. Hier kann man machen, was man will. Das ist wirklich absolut präzise. Ob leichter oder schwerer Fahrer oder Fahrerin,
Das ist hier unerheblich aufgrund der wirklich geringen Barkräfte, die der Moto X erfordert. Hier und da braucht man halt mal etwas zur Unterstützung, ein klein wenig die Bordkante. Die sollte schon präzise gegeben werden. Dementsprechend sollte das Fahrkönnen ab dem mittleren Bereich hier beginnen, optimal. Und das Ganze geht natürlich bis in den absoluten höchsten sportlichen Bereich, weil die Leistung sich auch wirklich auf mit dem höchsten Level hier abspielen. Für uns war es wirklich auch sehr interessant zu sehen, was man mit den neuen Tüchern und mit den Erkenntnissen der letzten Jahre aus den neuen Materialien, die man da gewonnen hat und den Flugbildern, die sich da ergeben, wie man das heutzutage halt optimal kombiniert, halt mit bestehenden verlässlichen Konzepten wie dem Moto zuvor. Und da gehört jetzt der Moto X definitiv mit den modernsten Schirmen am Markt, was ihn wirklich außergewöhnlich macht.